Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Mikabellum Game. Wir schauen heute mal wieder zu bei HD gegen Failed Fox. Gegen HD hatte ich gerade eben gespielt. Er musste das Match dann leider abbrechen, weil er das Tournament mitspielen wollte. Und wir hatten halt ein extrem langes Spiel. Schade eigentlich. Ja, Mausrad ist immer noch kaputt. Ich muss viel arbeiten zum Rausscrollen. Und neue Maus noch nicht da, weil es immer noch Ostern ist. Ne, heute ist gar nicht Ostern, heute ist Samstag, ne? Der einzige Tag, der quasi wertfrei ist. Okay, HD hat hier auf jeden Fall Arrow SPC mit Phoenixen direkt dabei. Und stellt hier standardmäßig auf. Hätte zwei Crawler. Ist aber anscheinend auch nicht ganz fertig. Sein Gegner Failed Fox. Intermediate Group 2 Champion. Also ein aufstrebender Stern sozusagen. Er hat Cost Control mit Crawlern und Phönixen und hat hier ein Arclight und einen weiteren Crawler geaddet. Überlebt der Arclight? Ja. War knapp für HD, dass der Arclight stirbt, weil der ist so wichtig. Aber es wird trotzdem wahrscheinlich ein Problem sein für HD hier, weil noch zu viele Crawler nachkommen, damit er die ganzen, ne, nicht die ganzen, aber drei Phönix verlieren von vier Stück. Das ist eher ein Problem. Also müsste HD jetzt schon extrem super Timing erwischen, dass er das noch schaffen kann. Sieht aber nicht so aus. Der stirbt gleich durch den Phönix hier. Ja. Ja, unglückliche Runde hier für HD, würde ich sagen. Aber es ist halt erste Runde, ne? Das ist halt relativ normal, dass man da raten muss. Wenn man Standard aufstellt, dann bietet man dem Gegner da meistens eine größere Angriffsfläche, sage ich mal. Andererseits hat man als Standardspieler andere Vorteile. Zum Beispiel, dass die Flanken nicht so gut angreifbar sind, hätte ich gesagt. Naja. Und dass man sowas nicht so gut machen kann. Wobei es hier gegen HD auch gar nicht so schlecht wäre, weil er nur Phönix hat. Wurde auch hier gewählt von seinem Gegner, der aber auch verkauft, jetzt hat er Phoenix verkauft. Also anscheinend, also die Phoenix waren jetzt hier eigentlich sehr gut und da schätze ich mal, dass er irgendeinen konkreten Plan hat, was er machen möchte. Will einen Fang-Push machen oder was? Ich sehe es gerade noch nicht so ganz. Nee, okay, da kommt irgendwas Komisches gleich. Er spart ja Geld an. HD hat einen Fang und einen Crawler geaddet und nochmal einen Arclight. Sollte halt die jetzt hier eigentlich gewinnen, ne? Die werden sich relativ neutralisieren. Wobei HD natürlich gewinnt, weil er nicht Cost Control ist. Macht schon Sinn. Ja, aber die Runde ist jetzt katastrophal gewesen für Hate Fox. Ich bin mal gespannt, was er jetzt gleich macht, weil er hat offensichtlich irgendeinen Plan, was er machen möchte. Weil er hat jetzt ja die Phönixe verkauft. Ohne richtigen Grund, meiner Meinung nach, und hat dann einfach nur hinten Chaff geaddet. So, jetzt kommen die Free Unit Cards. Overlord, Melting Point, Rhino und Vulcan. Geht Chaff clear. Ja, okay. Kann Failed Fox am ehesten gebrauchen, sehe ich ein. Okay. Also das mit den
Also mit dem Phönix erschließt sich mir gerade gar nicht. Erst verkauft er sie, jetzt holt er den Reichweite. Da fehlt mir ein bisschen das Konzept. Mal gespannt, was jetzt passiert hier. Also Phoenix, wie gesagt, für den Norden hier Overlords. Ich denke, dass HD das in der Tasche hat, auch die Runde. Klar, der Vulcan macht jetzt hier schon einen ganz guten Job wahrscheinlich. Man sieht jetzt hier Vulcan, klar, er macht die Crawler und alles noch Blatt, aber er stirbt jetzt hier und die hat aber zu viel, das werden die Phönix hier nicht schaffen, auch wenn sie Reichweite haben. Jetzt ist der Chaff weg, jetzt kommt der Oberlord auf die Phönix und dann war es das. Okay. Mass-Produced Phoenix, das ist für keine Option. Subsidized Crawler kann man eigentlich immer nehmen. Weiterer Wespenschwarm. Glaube ich auch nicht mehr so super hier. Haste-Modul, okay. Ein Wespenschwarm hier in die Mitte wäre gar nicht so schlecht vielleicht. Hier außen werden die Overlords defenden. Also ich würde den Wendern hier hinsetzen oder defensiv. Vielleicht hat er auch jetzt Fate Fox die Sorge, dass das passieren könnte. Hat er anscheinend. Bisschen zu ängstlich an der Stelle, hätte ich gesagt. Egal. Wenn der Tropf vom Gegner kommen wäre, wäre es wiederum richtig gewesen. Okay, jetzt hier, Launcher Overload auf den Phönixen. Er hat halt zwei Stück davon, jetzt drei, okay. Gibt denen schon zwei Upgrades. Und jetzt hat er vor allem das Riesenproblem, dass die Overlords ihn outrangen. Kann er jetzt natürlich theoretisch mit Elite Marksman wieder aufholen, braucht aber mindestens vier Level auf den Phönixen. Also eher unrealistisch. Und das Launcher Overload auszugeben auf den Overlords wird er wahrscheinlich nicht machen. HD, okay, jetzt hier die Phoenix-Flanke, sehr schön. Die wird auch klappen. Ich frage, ob es reicht, aber es könnte die Runde gewinnen für Held Fox. Das muss ich auch mal wieder öfters machen, solche Moves hier. Ach, es ist göttlich. Das klappt ja richtig gut für ihn. Noch einen Overlord gesnackt, killt jetzt hier noch ein Phönix. Okay, also die waren richtig gut. Schöne Flanke. Klappt natürlich immer nur eine Runde, aber im Ende, oder meistens nur eine Runde und bringt aber den Gegner darauf zu reagieren. Mustangs hier. Wollen wir sehr schön. Könnte auch HD drauf gehen. Ich meine, aktuell hat er zwar relativ viele Arclights, aber er hat ihnen noch keine Upgrades gegeben. Dann geht es hier auf die Stormcaller. Warum eigentlich? Okay, und die Mustangs mit Missile Interception. Okay. CL, bist du's? Ich habe einen, mein Hauptkommentator macht hier gerne mal, will mir jetzt gerne mal, raten, dass ich das mal probieren soll mit Missile Interceptor auf den Mustangs. Ich bin noch nicht überzeugt von, weil meine Erfahrung sagt mir, dass es nicht so cool ist und ich hatte mal kurz was getestet, glaube ich. Aber ich wollte mal gegen Overlords testen, habe ich versprochen, habe ich noch nicht gemacht. Wenn ich dran denke, mache ich es nach dem Game mal.
Okay. Es fühlt sich in einer Finisher-Runde an mit den ganzen Satelliten. Wie kommt? Dann HP-mäßig sind sie ja beide noch relativ weit vorne. Relativ gut aufgestellt. Der keiner läuft in Gefahr, hier zu sterben. Also wo ich vielleicht befürchte, dass irgendwie Rhinos kommen oder so und dass man mich schnell stoppt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht zusammen, was die genaue Intention dahinter war. Ja. Okay. Also anscheinend war das hier gar nicht mehr so schlecht mit dem Mustangs, ne? Hat es nicht gereicht für die Runde, aber es lief deutlich besser als die Runde davor. Bin mir nicht so ganz sicher. Electromagnetic Blast. Ja, okay, das ist natürlich jetzt krass. Damit muss er auch rechnen. Also wenn das nicht schildert, wird es schwierig, ne? Ja, damit muss er rechnen. Gerade wenn er so gepult ist, einfach ein... Eigentlich HD muss jetzt hier eigentlich auch damit rechnen und eigentlich schilden. Beide Seiten müssen hier schilden, meiner Meinung nach. Weil es aber zu krass ist. HD noch weniger, weil er mehr verteilt ist, aber bei Failed Fox ist halt eine Seite und die Phönixe werden in jedem Fall getroffen, die beiden gelevelten Level 3 Phönixe. Ja, das ist schon mies jetzt, wenn die es alle abkriegen. Ne, wirklich dann 80% der Armee werden die Upgrades ausgeschaltet. War eben auch schon Feuer da, ich glaube das Feuer ist neu, gell? Sobald natürlich eine Raketensalve durchkommt in die Mustangs rein, haben die ein Problem. Ich meine, die Mustangs fallen jetzt auch nicht so extrem vor, weil sie mit dem Ablenken der Raketen beschäftigt sind. Aber, wenn sie ins Feuer fahren und die verbrennen einfach, wenn man sieht. Das hat sich hier ein bisschen, glaube ich, mit der Flanke selber geschadet, weil. Sie fangen ja gar keine Raketen ab, weil sie ausgeschaltet sind. Nevermind, ich habe nichts gesagt. Alles gut. Deswegen sind sie auch so schnell so weit vorgefahren. Ja, genau, so war es. Der überlebt auch gerade so noch. Und das war's dann jetzt schon, oder wie? Nicht ganz. Noch nicht ganz. Also wurde eben auch zu früh GG gecallt. Mobile Battleship für AD sehr gut, weil im Endeffekt, wenn davon ausgeht, dass es die letzte Runde ist, ist es halt ein Battleship, was er für 200 einkauft und 250 einkauft. Er setzt es auch hier hinten hin. Etwas Reichweiten und das Photon Coating. Okay, die Photon Coating bringt nicht, aber die Reichweite ist natürlich sehr hilfreich. Ich bin nicht ganz sicher, wie rum die spawnen. Das könnte ja sein, dass das einfach von dem gekillt wird. Das ist die Frage. Und eventuell spielt auch einfach das Cost Control eine Rolle, weil ich glaube, Cost Control sollte die Overlord so stark schwächen, dass wenn die gleichzeitig schießen, der hier stirbt und der hier knapp überlebt. Mal gucken. AD setzt hier auch nochmal Öl hin. Was auch direkt brennen wird durch den Vulkan hier. War sehr stark. Satellit von ihm, okay. Ich glaube, weiter hinten könnte er sich setzen, weil sonst. Weiter hier vorne, weil sonst vermutlich.
die Crawler nicht mehr ins Öl reinkommen wegen dem Vulkan. Aber so klappt es auf jeden Fall. Ja, hat er schon gespielt. Ja, und das ist anscheinend genau das Problem, was ich meinte. Der hat nur ein bisschen Leben. Der wurde von dem Urlaub beschossen, aber dann hat er halt einfach überlebt wegen Cost Control. Beziehungsweise er ist gestorben wegen Cost Control und er hat dann eh überlebt. Erstens, weil Overlords sich nicht gegenseitig one-shotten können, ohne Upgrades. Oder Cost Control. Und zweitens, genau wegen Cost Control halt nochmal. So. Alles klärchen. Ja, spannend, das mal zu sehen. Ja, wir gucken uns das gerade noch mal kurz im Simulator an. Ich glaube, hier gibt es ja eigentlich nicht mehr so viel zu sagen, ne? Halt hier der Versuch, das hinzukriegen mit dem Mustang, das hat nicht geklappt, vor allem auch wegen dem Feuer und so weiter. Er hat dann auch sehr geknubbelt, ne? Und war durch die eine Runde für die MP sehr anfällig. Und dann halt jetzt auch noch mal extra anfällig gegen die Geschichte mit dem Feuer. Okay, dann gehen wir rein in den Test. Ich habe hier einmal einen Overlord aufgestellt. Hier einmal Mustangs mit Missile Deception und einen Vulcan davor, damit die Schüsse nur auf den Vulcan gehen, nicht direkt auf die Mustangs. Also gefühlt kommen so 2 bis 3 Schüsse immer durch vom Overlord. Überzeugt mich jetzt noch nicht so richtig. Gerade weil oftmals sind die Overlord-Schüsse ja retundant, sage ich mal, dass es gar nicht so wichtig ist, dass alle einschlagen, sondern 1, 2 reichen dann meistens aus. Nee, überzeugt mich nicht als Abwehr. Gut, das wollte ich nur kurz mal gezeigt haben. Ich sage danke fürs Zuschauen, gerne ein Abo lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.